Hallo YouTube, Matthias hier. Der Winter ist ja bald vorbei und deswegen zeige ich euch heute schon mal, wie man grüne Frühlings-Sandwiches macht. Auf geht's! Für unsere Sandwiches müssen wir jetzt zuerst unsere Mayonnaise ein bisschen präparieren. Und zwar brauchen wir Mayonnaise natürlich, bisschen Salz zum Würzen, Zitronensaft, Basilikum, Schnittlauch, so ein paar Estragonblätter und zwei Knoblauchzehen. Das Ganze ist auch relativ schnell und einfach gemacht. Wir schälen die Knoblauchzehen und schneiden die klein, schneiden die restlichen Kräuter ein bisschen klein. Und dann kommt das zusammen mit der Mayonnaise in einen Häcksler rein. Der Zitronensaft kommt später erst rein, sonst würde die Masse am Anfang zu dünn werden. Und auch das Salz machen wir erst später rein. Das würde nämlich sonst die Klingen vom Häcksler kaputt machen. So, jetzt haben wir alles beisammen. Jetzt mixen wir das richtig gut durch. So, das sieht schon mal schön gleichmäßig aus. Und jetzt geben wir beim Mixen langsam ein bisschen Zitronensaft dazu. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass die Masse nicht zu flüssig wird dabei. So, das sieht schon mal nach einer schönen Masse aus. Vielleicht fast ein bisschen flüssig. Könnte man noch ein bisschen Mayonnaise dazugeben, aber ansonsten passt das schon mal sehr gut. So, jetzt haben wir unsere fertige Masse. Wenn es ein bisschen absteht, dann wird es sogar noch ein bisschen dickflüssiger. Und jetzt geben wir zum Abschmecken noch ein bisschen Salz dazu. Nicht viel, nur so ein kleines bisschen. Und fertig ist unsere Mayonnaise für die Frühlingssandwiches. So, für die Sandwiches selbst brauchen wir natürlich Brot. Ich habe hier ein Kartoffelbrot, das passt ganz wunderbar dazu. Ihr könnt aber natürlich euer persönliches Lieblingsbrot dazu benutzen. Unsere eben vorbereitete Mayonnaise, eine Avocado, Mozzarella, ein paar Gürkchen und Frühlingszwiebeln. Zuerst mal schneiden wir die Zwiebeln in kleine Ringe, die Gürkchen in schmale Streifen, den Mozzarella in schöne große Scheiben und genauso die Avocado in Scheiben. So, jetzt haben wir alle Zutaten für unser Sandwich zusammen. Jetzt müssen wir es nur noch belegen. Wir bestreichen erstmal beide Brotseiten schön mit unserer Mayonnaise. Und dann belegen wir es gerade so, wie es uns am besten schmeckt. Fertig sind unsere grünen Frühlings-Sandwiches. Und wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen.